Jo Freunde, willkommen zum kleinen Video. Mein Name ist Viscario und ihr habt mich gestern auch schon im Livestream gesehen, wenn ihr dabei wart. Ich habe gestern 5,5 Stunden gestreamt, das ist ein Rekord für mich, eine Rekordzeit. Normalerweise streame ich eine Stunde, eineinhalb ungefähr. Gestern war es 3,5 Stunden Minecraft und der Rest war Call of Duty Warzone mit Mr. Panda. Minecraft war mit Lilith in the Dark auf meinem Server. Ich werde hier whitelisten, das heißt, wenn ihr mitspielen wollt, sagt mir Bescheid. Dann werde ich mal schauen, wem ich hier whitelisten kann. Und dann geht es los mit ein bisschen Aufbauen. Wir haben eine Burg gebaut, beziehungsweise wir arbeiten gerade an einer Mittelalterstadt. Denn ich möchte hier draus eine Art Let's Show machen. Aber kein normales Let's Show. Ich möchte nicht sagen, oh, das habe ich gebaut, das habe ich gebaut, das habe ich gebaut. Ich möchte eine Geschichte darüber erzählen und dann vielleicht auch ein bisschen in eine Art Verfilmung packen. Und da werden wir mal schauen, ob das irgendwie klappt mit den Leuten, die mitspielen und mit den Leuten, die mitbauen. Wir haben schon einiges gebaut. Ihr könnt euch den Stream noch ansehen. Ich glaube, der ist 14 Tage verfügbar auf Twitch. Vielleicht werde ich mir ihn auch runterladen und auf YouTube hochladen. Einfach mal so als Highlight oder so. Mal schauen. Wenn ihr das wollt, schreibt es mir auch in die Kommentare. Was ihr mir aber auch in die Kommentare schreiben könnt, ist, welches Spiel ihr das nächste Mal sehen wollt. Weil ich habe Minecraft gespielt. Und ich habe Warzone gespielt. Ich spiele gerne Fortnite, aber nicht alleine. Wenn Dave zum Beispiel heute wieder da ist, können wir heute Fortnite zocken, Fortnite streamen. Denn ich habe heute wieder Bock zum Streamen. Ich weiß nicht wieso, in letzter Zeit gefällt mir Streamen sehr. Und deswegen wird es auch häufiger passieren. Wenn Dave dabei ist, wird es Fortnite, denn dann können wir Botlobbys spielen. Die kann ich ohne ihn nicht spielen. Und alles andere mag ich nicht, außer vielleicht Gruppenkeile. Aber das ist halt auch nicht so lustig wie Botlobbys. Und wie gesagt, schreibt mir eure Spiele in die Kommentare, dann können wir schauen, ob wir mal was gemeinsam spielen können oder ob ich mal ein Singleplayer-Spiel spielen kann im Stream, das euch gefällt. Und natürlich werde ich auch dann Stream-Highlights oder halt den gesamten Stream, je nachdem, hochladen. Je nachdem, ob es gut ist. Jetzt in dem Fall zum Beispiel kann ich es nicht hochladen, ich benutze copyright-geschützte Musik auf Twitch. Genau deswegen bin ich auf Twitch und nicht auf YouTube. Und deswegen, ja, folgt mir unten auf Twitch, folgt mir auf Twitter. Auf Twitter wird auch immer gepostet, wenn ich streame oder Duddleding streamt. Gestern hat er auch gestreamt, er hat Warzone gespielt und davor hat er Valorant gespielt. Ja, Alter, er hat einen Valorant-Key und hatte Bock auf das Spiel. Das war's mit dem Video. Ich hoffe trotzdem mal, obwohl es nur so ein kleines Infovideo war, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im Stream heute Abend oder spätestens morgen Abend wieder. Und dann sehen wir uns. Dankeschön, ciao.